Feuerwehrkommando übergab. Der Daniel Koller links übergibt dem Roland Eckenberg rechts. Eben gerade einmal der Schlüssel und ein Haufen anderes natürlich, wo noch zu besprechen ist. Das ist zwei Stunden vor der eigentlichen Übergabe, aus dies und jenes immer noch besprechen und auch einen Schlüssel austauschen. Den Ton habe ich extra weg, was soll noch diskret bleiben. In der Kommandozentrale ist auch dies und jenes besprochen worden. Dann die beiden Vizekommandanten haben jetzt sauber gemacht für ein Apro. Das gehört anscheinend eben auch zu der Aufgabe von so einem Vizekommandanten. Und dann ist es weitergegangen, sind länger mehr Leute dann eintrudelt. Und dann hat man die Fahrzeuge rausgefahren, damit jetzt Platz frei wird für die eigentliche Übergabe, für die Kommandoübergabe. Ja, früher gab es das recht aufgerüstet, das heisst, man sieht hier auch ein bisschen, dass einiges gegangen ist. Und der Daniel Koller hat auch gesagt, bei allem Einsatz, er sei relativ ein teurer Kommandant gewesen, was die Aufrüstung betrifft. Und wie fühlt er sich jetzt? Da habe ich ihn gefragt. Ja, nervös. Ist eine schöne Zeit gewesen. Ist jetzt schön, ist es fertig. Es gibt Zeit für anderes und ja, hat schon ein bisschen weinendes Auge, wenn man so ein bisschen zurückschaut. Was heisst denn das? Hast du so 33-36%? Was heisst das? Vielleicht rund um die Uhr, oder? Ja, es ist schon eine Zusatzbelastung, die man auch muss mitgetragen haben muss, von der Familie und vor allem. Das ist definitiv so. Ich habe einen Haufen am Abend gemacht, am Wochenende. Ich hatte einen guten Arbeitgeber, wo ich das eine und das andere den Tag noch machen konnte. Und so ist es für mich aufgegangen, hat gestimmt. Es waren irgendwo um die 340, 360 Stunden, die ich nebenbei aufgewendet habe. Dazu sind aber nachher die ganzen Einsätze und Übungen noch gekommen. Ja, das zählt sich schon zusammen. Nie nervös gewesen. Weißt du, in der Nacht, gerade letztens hat es so einen Alarm gegeben, aus einem Keller vom Städtli Werdenberg ist Rauch rausgekommen. Dann wird man nervös, oder nicht? Mal, das ist sicher so. Vor allem, wenn man weiss, das Objekt, gerade auch wenn Personenschaden zu vermuten ist oder vermisste Personen, dann geht es einem schon ein bisschen durch den Markenbein. Und dann geht man natürlich auch ein bisschen anders zu Weg. Schon so, dass es nicht passiert, aber gleich, wir gehen dann tiefig auf den Weg. Du kriegst einen Alarm über und dann wird er ausgelöst und dann geht das Zeug los. Was genau. Ist, wenn du mal weiter weg bist? Du kannst nicht ständig und immer Standby sein. Nein, das ist ja so. Aber für das hat man eine gut funktionierende Organisation. Wir haben immer einen Piki-Offizier im Dorf, der Bescheid weiss, der in der ersten Zeit Massnahmen treffen kann, den Einsatz leiten kann. Und dann lange Zeit, wenn man noch ein bisschen später kommt, dann hatte ich jetzt dieses Jahr die komfortable Situation, dass ich zwei Stellvertreter hatte, die da und immer noch im Dorf oder ums Dorf waren. Und so klappt das tipptopp. Aber eben, man denkt immer, Feuerwehr tut löschen, aber das ist ja weit mehr, oder? Ja, Brandeinsätze sind ein kleiner Teil. Jetzt, wenn wir so ein bisschen zurückschauen, dieses Jahr hat uns vor allem Elementarereignisse beschäftigt, Wassersturm etc. Und ja, so gibt es so ein bisschen Verschiebungen. Jetzt, du bist ja selber noch nicht in allen Bereichen ausgebildet, die du hier können musst. Also lernt man das in der Ausbildung dann? Weißt du, so, dass man alles kann? Das ist wirklich wahnsinnig viel, was man können muss. Mal, also grundsätzlich, man fängt an mit einer Grundausbildung, dann gibt es weiterführende Kurse, sechs fachspezifisch, aber für führungsspezifische Kurse. Und dann rutscht man ein bisschen rein und schlussendlich hast du alles gelernt haben. An jedem Einsatz ist es wieder anders. Irgendwo musst du Massnahmen treffen, musst Entscheidungen treffen und dann wird einmal probiert, wenn es nicht funktioniert, wird korrigiert, bis wir dann das Ereignis im Griff haben. Und wichtig ist auch die menschliche Komponente, oder? Dass man Leute ein bisschen beruhigen kann. Das ist sicher auch noch wichtig, oder? Ja, es ist klar. Wenn wir auf den Platz kommen, dann ist etwas Schlimmes passiert. Dann brauchen die Leute Hilfe. Vielfach wissen sie noch nicht, wie weiter. Der ganze Dschungel mit Versicherungen, mit Schadensbewältigung im Nachhinein, wenn wir wieder gegangen sind, das gibt einen Haufen Arbeit und Umtrieb, nebst dem, dass die Leute eben Sachen verloren haben, die vielleicht nicht mehr zu retten waren. Und das beschäftigt die Leute sicher. Und die willst du auch, oder? Ja, ein Stückchen muss man sich aber auch ein bisschen abgrenzen, dass man das, ja, dass man das nicht immer mitnimmt und irgendwo durch dann auch vom Einsatz her kann abschliessen und kann sagen, du, für uns ist gut, wir haben gemacht, was wir können, so tragisch es auch ist. Aber irgendwo muss man dann auch abschliessen können. Was waren so deine schwierigsten Einsätze gewesen, jetzt für dich? Ja, die schwierigsten sind sicher, wenn Personen betroffen sind. Auch Kinder hat es auch gegeben. Dort ist halt wichtig, dass man die Einsätze nachher noch sauber aufbereitet, miteinander schwätzt und sich austauscht. Und die Einsätze auch wirklich nachbearbeitet und aufschafft. Verkehrsunfälle hast du auch erlebt? Also? Haben wir auch erlebt hier in Grabs. Per se sind wir nicht in den ersten für Strassenrettungen zuständig. Für das kommt der Stützpunkt für Werdenberg Süd. Wir sind natürlich mit aufgebaut und involviert, weil es auf unserem Gemeindegebiet ist. Wir kommen dann zum Zug, zum vor allem dann Umleiten machen und tun, wenn sie auf Platz sind. Und bis dahin probieren wir natürlich mit den eigenen Mitteln, was wir machen können. Und dann eben die ewige Wasserpumperei, wenn noch etwas ist. Das ist ständig das ist immer. Natürlich, genau. Ja, jetzt ja. Gerade bei diesen Zeiten
Wenn es lang regnet, gehörig regnet, dann füllt es halt der einen oder anderen Keller. Das ist es. Und noch die Einsätze sind jetzt natürlich sicher schwieriger, oder wenn sie immer so schiffen oder vom Wetter her? Ja, schwieriger in dem Sinne nicht. Es ist einfach nicht so angenehm, wenn es da und immer das Knick hier regnet. Vom selben her gäbe es sicher Schönes, aber wenn es uns braucht, dann werden wir aufgebaut und dann gehen wir. Es ist ja eine freiwillige Feuerwehr quasi, oder? Also, weißt du, wie lange ist das noch möglich? Also mit einem technischen Inventar, das ist auch recht schwierig natürlich, oder? So mit dem umzugehen. Es ist sicher eine Herausforderung, um die Leute an Schur zu halten, um sie da und wieder auf dem Neuesten anzunehmen. Wir haben einen guten Stand hier. Und zum Heben ist es natürlich weniger schwierig, wie wenn du da und immer hinten rein und nachbessern und aufschaffen. Zum Teil Einsatz bei Bienenstöcken und so weiter, und dann auch Leitern rauf und dann auch, also nicht ungefährlich, wenn die Köge rauskommen, dann muss man alles wissen, wie man das macht, oder? Genau, gerade bei den Bienen, dort arbeiten wir natürlich mit Imkern zusammen, dort sind wir froh, wenn wir auf ihr Fachwissen zurückgreifen können. Vielfach sind die auch froh um Bienen wieder. Wespe haben wir jetzt mit der Führer Grabs per se ein bisschen gehört, weil es einfach gleich eine rechte Belastung ist für den Piki-Offizier, der sonst schon viel macht und tut. Und dort verweisen wir an Private, außer der See Notfall. Dann haben wir ein Mittel, um die Wespe zu bekämpfen. Das ist ja kein Thema. Du hast einen guten Arbeitgeber, anscheinend auch sehr eine gute Familie. Du hast eine ganz grosse Familie, gell? Aber ja, also, du hast immer noch Zeit für die Familie. Das ist so. Sie sind natürlich auch viel hier mitgekommen, bei gewissen Sachen, Erbetli. Sie haben mal ein Auto cool verputzen und machen und tun, mal etwas zählen, ein bisschen umräumen und so weiter. Dort haben sie natürlich gerne mitgeholfen. Aber das ist so, ohne meine Familie, vor allem auch mit dem Verständnis von der Frau, wäre das Ganze gar nicht möglich gewesen. Hat sicher auch gegeben, oder? Familiäre Anlässe und zack, und der Daniel hat weg müssen. Ne? Das ist definitiv so. Wie ist das so, weißt du, von deiner Jungschar? Du hast ja ganz einen Haufen Kinder, oder? Das ist ja super, das finde ich toll und auch ein guter Zusammenhalt. Das merkt man immer wieder bei euch so. Hat es dort auch Mädchen und Burschen dabei, die vielleicht nicht in deine Fußstapfen gehen? Ja, der Älteste ist mittlerweile auch da in der Feuerwehr und hat sich gut eingelebt. Macht immer Spass. Dann habe ich mittlerweile zwei, die in der Jugendfeuerwehr sind, die sich dort ein bisschen engagieren. Wir überlegen es selber, ob sie gerne Interesse haben oder gerne gehen würden. Wenn sie wollen, dann haben sie die Möglichkeiten und sonst ist es ja gut. Du wohnst jetzt ja nicht mehr in Grabs, oder? Das ist ja so, ich wohne jetzt im Wartau. Ja, aber deine Jungschar, also die jetzt hier in der Feuerwehr sind, die bleiben da? Ja, der Älteste wohnt hier in Grabs, darum ist er auch hier in der Feuerwehr. Und die anderen zwei haben jetzt freie Plätze im Wartau ergattert, in der Jugendfeuerwehr, und kommt von dort aus noch in die Jugendfeuerwehr mitmachen. Jetzt hast du die Stunden gesagt, oder? Die 30% und so weiter, das jemand ausmacht. Jetzt gehst du eben quasi in die Feuerkommandantspension, kann man so sagen. Oder? Also, was machst du denn jetzt? Ja, es hat noch genug private Projekte, mal mehr Zeit mit der Familie verbringen, einfach mal können daheim sein und mit der Jungmannschaft etwas unternehmen. Dann haben wir können das Eigenheim übernehmen, dort gibt es auch immer etwas zu werkeln und zu machen. Und du, also langweilig wird es mir heute und morgen nicht. Aber die Feuerwehren sind doch immer so unglaublich angefressen von der Feuerwehr. Also kannst du leben ohne Feuerwehr? Ja, man kommt sich ein bisschen mit über am Rande. Eben einerseits natürlich jetzt durch Janis. Dann hat man sonst das soziale Netzwerk, wo man den einen oder anderen wieder mal trifft. Und das andere ist natürlich auch über die Jugendfeuerwehr. Ich glaube, da bleiben wir schon ein bisschen am Ball. Was hat dir so saumäßig gut gefallen, das Grabs? Und was ist vielleicht ein bisschen noch schwierig gewesen oder könnte man noch verbessern? Ja, was da extrem raussticht, ist sicher der Zusammenhalt. Also der Teamspirit, der Teamgeist, der ist sondergleichen. Man hilft einander, man steht füreinander ein, man kommt führen, wenn es einen braucht. Also da ist sondergleichen, das musst du bei anderen wirklich suchen. Auch jetzt im Einsatzfall, wir sind wirklich tief auf Weg. Manchmal hast du als Einsatzleiter kaum Zeit gehabt, um dir Gedanken zu machen. Schon ist das Auto dort gestanden, das ist definitiv so. Da kann ich bestätigen. Ich kriege einmal den Alarm über und dann denke ich, das kann ja nicht wahr sein. Das Städtchen genau. Habe ich kaum irgendwie dann gecheckt, um was es da geht, und dann habe ich schon gehört. Eben, ja. Ja. Das ist unglaublich. Genau. Ja. Ja, auf da kann man sicher ein bisschen stolz sein. Das ist definitiv so. Potenzial hat sicher jeder Feuerwehr vom Seben her, aber ich denke, ja, wir sind auf einem guten Weg, wir haben einen guten Stand und ich kann eine gute Feuerwehr, eine gut funktionierende Feuerwehr übergeben. Und braucht natürlich immer mehr, das heisst natürlich auch Gebäude und so weiter. Natürlich muss man wahrscheinlich dementsprechend mal ausbauen, dies und jenes machen. Braucht immer noch mehr Geräte natürlich, oder? Genau, also man muss sicher immer ein bisschen ajour sein. Wir haben jetzt die Möglichkeiten gehabt, um immer wieder gewisse Sachen zu ersetzen, zu erneuern, neu anzuschaffen, auch Neubeschaffungen zu machen. Da habe ich wirklich die Unterstützung gehabt von Seiten der Feuerschutzkommission und auch von Seiten der Gemeinde. Ja, also ich kann nur sagen, danke, gell, für Grabs, auch übrigens für die Region. Also hast du auch mit der Region zusammen geschafft, das ist natürlich noch wichtig, oder eigentlich? Genau. Ja, über den Werdenberger Feuerwehrverband natürlich sind wir natürlich im ganzen Bezirk tätig gewesen, im Rahmen von der Ausbildung, aber eben auch verbandstechnisch. Und das hat sicher auch seine Spuren hinterlassen. Was ist dein grösster Wunsch?
Ja, mein grösster Wunsch ist eigentlich, dass es so weitergeht mit der Feuerwehr. Wir haben etwas Tolles erreicht. Das ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, sondern auch von meinen Vorgängern her schon vorgespuren gewesen, dass das Blümchen weiter wachsen und gedeihen kann. Und dass man dann da auch in der Zusammenarbeit liegt sicher noch ein bisschen Potenzial, dass man das Ganze so auch positiv in die Zukunft weiterführen kann. Auf Koller und Eckenberger, haben wir das miteinander abgemacht? Nein, das hat sich eine Sorge. Aber sofort hat man denkt, ein Herz und eine Seele, ihr könnt es gut miteinander haben. Das ist definitiv so. Ja. Das braucht es auch. Also, wir können einander auch mal Meinung sagen und die auch im Raum stehen lassen. Das braucht es ab und zu. Aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich ein toller Haufen gewesen. Ja, jetzt müssen wir denken, es fehlt Raum, damit ihr das auch noch herausstellen könnt, damit es noch ein Fest gibt. He? Genau, es kommt dann der offizielle Teil und dann hocken wir noch ein bisschen zusammen. Es ist schön, die Einladung hingestanden. Es sei ein Zepter weitergegeben. Und so gibt der Dani Koller nach 8 Jahren Feuerwehrkommandant seinen Posten ab. Und wir haben Freude, dass mit dem Rolli Eckenberger ein neuer Kommandant gefunden worden ist. Wenn die Feuerwehr gebraucht wird, dann muss es manchmal schnell gehen. Nicht immer gleich schnell, aber manchmal passiert es. Damit in der Nacht gut auf den Weg kommst und nicht immer alle vom Szenen suchen, hast du ja von mir schon an der Spaghetti-Übung ein passendes Schlüsselbrett bekommen, wo du Pager und alles kannst versorgen. Jetzt fehlt dort aber noch etwas, damit nicht immer deine Socken nachspringen musst. Gibt es da noch ein paar Einsatzsocken für dich, und dort kannst du bereit legen, dann bist du super schnell zu Weg und auf dem Weg. Das so als erste Hilfe für deinen Weg. Alles Gute, vielen Dank. Danke dir vielmals. Danke. Vor gut 2 Jahren hat der Kommandantennachfolgeprozess von der Feuerwehr Grabs gestartet. In dieser Zeit hat sich die Feuerwehr für die Zukunft aufstellen. Du darfst in die grossen Fußstapfen von Daniel Koller treten, als sein Nachfolger treten. Du bist seit 2011 bist du Korporal, seit 2015 Leutnant, seit 2018 bist du Oberleutnant und seit letztem Jahr im November bist du Hauptmann. Und heute wirst du offiziell noch zum Major befördert. Ganz herzliche Gratulation dazu. Ich darf dir jetzt hier die Majorsplatte überreichen und möchte dir auch im Namen vom Feuerschutzkommissar Bayern herzlich gratulieren. Alles Gute! Ja, geschätzte Sibyl, geschätzte Niki, liebe Dani, liebe Gäste, geschätzte Nachwuchskommando und liebe Führerkameraden. Es ist mir eine Ehre, das Wort jetzt noch an euch zu richten. Ich möchte meinen Vorrednern vielmals danken für die vielen wohlwollenden Worte gegenüber von mir. Ich hoffe, ich kann denen auch die Taten folgen lassen und ich bin mir aber auch sicher, dass ich das mit eurer Unterstützung schaffen werde. Am Dani danke vielmals für das Geschenk. Ich denke, wenn ich deine Unterlagen schaue, werde ich sicher irgendwo einen Behelf finden, dass ich weiss, wie anwenden. Weil du hast alles säuberlich abgelegt und da findet man wirklich zu allem etwas, was einem weiterhilft. Das Material habe ich jetzt hier und die Unterlagen werde ich auch noch irgendwo finden. Ja, mit grosser Dankbarkeit für das entgegengebrachte Vertrauen stehe ich hier vor euch heute Abend. Und meine Rolle als Führerkommandant von der Feuerwehr Grabs mit dem nötigen Respekt antreten. Ja, wenn ich hier auf meine linke Brust schaue, habe ich das Logo von der Feuerwehr Grabs da drauf, im Hintergrund der Margner Kopf. Und genau gleich geht es mir, wenn ich vom Erlenhof weg Richtung Dorfhui schaue, sehe ich unsere imposante, schöne Hausberg der Margner Kopf und im Vordergrund unser Dorf Grabs, das sich unter dem Berg erstreckt. Es ist mir eine riesen Ehre für mein Heimatdorf, in dem wo ich tief verwurzelt bin, zusammen mit einer grossartigen Mannschaft für die Sicherheit der Bevölkerung sich einzusetzen und in Notsituationen können zu helfen. Zusammenarbeit in allen Bereichen ist für das essentiell. Zusammenarbeit, wie es der Dani auch schon erwähnt hat, ist und wird künftig eine fundamentale Stütze sein von unserer Feuerwehr.
Es erfüllt mich mit Freude, mit zusammen mit motivierten, gut ausgebildeten Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmannen sich für unsere Bevölkerung einzusetzen. An dieser Stelle möchte ich nochmal meinen Vorgänger und im Speziellen Daniel Koller für einen Einsatz für unsere Feuerwehr bedanken. Weil auch dank Ihrem Einsatz und dank aller eurem Einsatz hier hinten ist unsere Feuerwehr dort, wo sie momentan ist. Eine gute, ausgebildete Feuerwehr mit gutem Material auf bestem Stand. Mit viel Herzblut hast du, Dani, dich tagtäglich für unsere Feuerwehr eingesetzt. Als Vizekommandant durfte ich im letzten Jahr einen Einblick in deine Arbeit nehmen und viele Erfahrungen sammeln und mich so auf die kommende Aufgabe vorbereiten können. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und wenn du wieder einmal bei uns einschauen willst, bist du jederzeit herzlich willkommen und darfst uns gerne besuchen. Und irgendwo in einem Kästchen werden wir dann bestimmt noch so ein Fläschchen finden, wo wir nachher können, miteinander anstoßen und auf deine vergangenen Jahre als Feuerwehrkommandant und als Feuerwehrler in der Feuerwehr Grabs zurückschauen. In den kommenden Jahren werden auf die Feuerwehren wie auch Feuerwehr Grabs stets neue Herausforderungen warten. Die werden uns personell wie auch materiell fordern. Sei es häufig von Naturereignissen wie vermehrte Starkniederschläge, immer trockenere Sommer mit Wasserknappheit und erhöhter Waldbrand- und Vegetationsbrandgefahr. Oder sich verbreitende neue Technologien wie Wasserstoffspeicher, Photovoltaikanlagen, Elektroautos, all diese Sachen werden uns vor neue Herausforderungen stellen oder stellen uns schon vor Herausforderungen. Bei all diesen Herausforderungen ist es aber besonders wichtig, dass wir als Feuerwehr uns schon im Vorhinein intensiv mit diesen Themen befassen. Dabei bin ich froh, dass ich auf ein kompetentes, gut ausgebildetes Offiziersteam zählen kann. In diesem Team möchte ich zwei Personen besonders hervorheben, Walter und Manuel. Ihr dürft an meine Seite kommen. Es ist mir eine Ehre, mit euch zusammen für das Geschick der Feuerwehr Grabs zuständig zu sein. Walter, du hast mit mir zusammen in diesem Jahr als Feuerwehrkommandant von Dani, wie schon gesagt, einen Haufen können mitnehmen, einen Haufen Neues haben wir dürfen lernen. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich einen Vizekommandant an meiner Seite weiss, wo ich stets um Rat fragen kann, wo mir wichtige Inputs geben kann oder wo man auch mit seinen Taten zur Seite steht. Ich denke auch, von deiner ruhigen und besonderen Art bist du manchmal der optimale Gegenpol zu mir und kannst mich vielleicht manchmal ein bisschen oben runterbringen oder bringst es ein bisschen von einer anderen Seite her. Manuel, du bist schon seit einigen Jahren Ausbildungschef in der Feuerwehr Grabs, trägst somit eine grosse Verantwortung, bist für die Ausbildung von der ADF zuständig. Es ist für mich eine riesige Unterstützung, dich in unserem Team zu wissen, so dass wir immer gut ausgebildete ADF in unserer Feuerwehr haben und die so weiterbringen können. Ich freue mich jetzt schon auf eine gute Zusammenarbeit mit euch zwei zugunsten der Feuerwehr Grabs. Danke euch im Vorhinein schon vielmals und ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Danke.